Hallo und herzlich willkommen bei Lesezeichen Digital. Auch diesen Monat haben wir wieder tolle Bücher dabei. Birgit, hallo. Hallo. Ich bin die Katja, hi. Wir reisen ein bisschen diesen Monat. Wir reisen heute ein bisschen, ja. Ukraine und Korea. Fangen wir mal an. Gut, also ich habe mitgebracht Sommer in Odessa von Irina Kilimnik. Die ist 1993 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, hat dann hier ein bisschen Medizin studiert und jetzt eben dieses Buch geschrieben. Ich meine, es ist ihr Erstling. Und es spielt auch in der Ukraine, in Odessa. Das ist, liegt am Meer. Das ist, glaube ich, eine wunderschöne Stadt gewesen. Mhm. Spielt 2014, muss man, glaube ich, auch dazu sagen, also vor dem Krieg. Die Hauptperson ist Olga, die auch Medizin studiert, allerdings eher leidenschaftslos. Sie wird da so ein bisschen durchgetragen mit ihrem besten Freund, der auch nicht gern Medizin studiert. Sie hat eine gute Freundin und ansonsten ist auffällig, dass sie in einem fast reinen Frauenhaushalt wohnt. Da ist dann noch die Mutter, zwei Tanten, drei Cousinen und der Großvater, der Haustyrann, der so alle ein bisschen in Schach hält und die lassen alles Mögliche so, lassen sich so ein bisschen rumkommandieren von ihm. Ja, also das sind so diese Settings, das Leben von Olga, dieses Familienleben und ich finde schon auch, dass Odessa, die Stadt, auch eine Rolle spielt. Die sind immer wieder in der Stadt unterwegs und man lernt das so ein bisschen kennen, wie die sich da treiben lassen durch die Stadtstrände auch, sind immer wieder auf der Datscha. Ja, und spannend wird es dann, als ein Freund vom Großvater aus Jugendtagen zu seiner Geburtstagsfeier kommt und ein Familiengeheimnis irgendwie andeutet, das die Olga natürlich unbedingt knacken möchte. Und sie macht sich dann auf die Suche, versucht den David so ein bisschen, diesen Freund auszuhören, was der vielleicht noch ein bisschen verraten kann. Aber möchte jetzt auch nicht so viel verraten. Ja, das ist einfach ein Sommerbuch. Es macht Spaß, mit der Olga da unterwegs zu sein. Sie verliebt sich, weiß man nicht, ob es glücklich wird oder nicht. Ja, man leidet ein bisschen mit ihr, weil das Medizinstudium macht keinen Spaß. Kann sie es schaffen, da nochmal rauszukommen? Also es ist schon ein bisschen so eine Entwicklungsgeschichte und es liest sich gerade im Sommer vielleicht wirklich schön runter. Und deine Empfehlung für wen? An wen denkt man so, wenn man das Buch jetzt verschenken würde oder als Tipp geben würde? Oh, das können, denke ich, Jugendliche auch schon lesen, aber auch Erwachsene. Ich habe wahnsinnig Lust bekommen auf die Ukraine. Es ist auch so ein bisschen schade, dass man jetzt eben denkt, ja, was ist von der Stadt noch üblich? Sind die Sachen alle jetzt in Sandsäcken? Es macht so ein bisschen wehmütig auch, obwohl es ja ein sommerlich leichter Roman ist, der da überhaupt nicht drauf anspielt, sondern eher dieses gute Zusammenleben zwischen russischen und ukrainischen Bürgern beschreibt. Und das, man hat so ein bisschen Wehmut beim Lesen dabei, aber ansonsten für alle interessierten Erwachsenen geeignet und Jugendlichen. Ich meine, natürlich stellt sich die Frage, denkst du, die Autorin hat schon ein bisschen an den Krieg jetzt gedacht beim Schreiben? Ich glaube, das hat sie bestimmt mitbekommen und das macht es wahrscheinlich dann umso schwerer, auch sowas darzustellen. Aber es ist ihr gelungen, diese großartige Stadt trotzdem schön zu beschreiben. Also, und vielleicht ist es auch gut so, dass der Krieg keine Rolle spielt, weil alle ihn im Hinterkopf haben und man in dem Buch sehen kann, wie es eigentlich auch funktionieren könnte. Dass es ein friedliches Miteinander immer war. Schön. Ja, wohin reisen wir mit dir? Nach Korea, aber ganz so friedlich wird es jetzt auf jeden Fall nicht. Bei der Frau mit Messer von einer koreanischen Schriftstellerin, Gu Boing-mo, erzählt, der Name verrät es eigentlich schon, von einer Frau mit einem Messer. Hornclaw, das ist ihr Deckname, also Englisch die Klaue, Hornklaue, ist 65 Jahre alt und seit 40 Jahren in der Schädlingsbekämpfung tätig. Schädlingsbekämpfung heißt, sie ist eine Auftragsmörderin. Mehr Geld hat und einen unliebsamen, keine Ahnung, Geschäftspartner, Nachbar oder, keine Ahnung, Ex-Geliebten, den man loswerden will, der wendet sich an die Agentur, an die Schädlingsbekämpfung und dann wird das erledigt. Und Hornklau macht es eben seit 40 Jahren, merkt aber jetzt, dass sie einfach älter wird. Sie muss sich jetzt irgendwelche Zettelchen schreiben nach dem Motto, habe ich einen Hund heute gefüttert, ja oder nein.
Sie merkt, dass körperlich sie nicht mehr so fit ist. Hat sich zwar immer sportlich und wie auch immer gut gehalten, aber es tut einfach jeder Schlag, den sie jetzt auch einstecken muss, den spürt sie einfach auch noch am nächsten Tag ein bisschen mehr, als es früher einmal der Fall war. Und außerdem merkt sie, ja, sie wird auch in der Gesellschaft einfach immer unsichtbarer. Sie ist weniger relevant, wird weniger wahrgenommen. Das ist für ihren Job manchmal nicht schlecht. Zum Beispiel gerade am Anfang, die erste Szene, da muss sie einen Job erledigen, in einer U-Bahn, in einer vollbesetzten, und keiner achtet auf die ältere Dame mit dem, keine Ahnung, unscheinbaren grauen Mäntelchen, die dann einfach nach getaner Arbeit die U-Bahn ganz unauffällig wieder verlassen kann und die Leiche hinter sich lässt. Das ist sie vielleicht gar nicht so schlecht, aber so als Person, als Mensch, als Frau merkt sie einfach, dass sie und ihre Bedürfnisse weniger relevant sind für die Gesellschaft. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier einen Thriller, der auch echt es in sich hat, der auch ordentlich blutig sein kann. Also wer die koreanischen Romane oder auch Filme und Serien kennt, der weiß, dass die da auch ganz gerne mal detailliert sind und in die Vollen gehen. Also das ist auf jeden Fall Teil dieses Romans, ist auch sehr actiongeladen. Es ist aber auch ein gesellschaftskritischer Roman. Also in Rückblicken wird immer wieder erzählt, wie Hornklow, wo sie herkommt, aus einer ganz armen Familie, wie sie praktisch ja, zu dem Job gekommen ist. Und das wird auch mal so ein bisschen geschichtlich einsortiert. Also wir sehen dann auch ein Korea, das noch von den Amerikanern besetzt war und so weiter in den 70ern. 60er, 70er. Also das, auch da werden so ein bisschen Sachen dann erzählt. Und das ist auch, fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Es fühlt sich ein bisschen anders an als unsere Thriller oder auch die amerikanischen Thriller, die wir, glaube ich, ganz gut auch hier in Deutschland kennen und auch viel lesen, weil es episodenartiger erzählt wird, also durch diese Rückblicke. Und sich natürlich auch ein bisschen die Spannung anders entwickelt. Also das muss man ein bisschen mögen auch. Genau. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Hornklow und der Frau mit Messer. Ja, kann das in jedem Fall empfehlen. Wie bist du auf den Titel gekommen? Einfach koreanische Tatsächlich, Autorin und ja, also dadurch, dass ich mich dem natürlich ein bisschen auch hingezogen fühle, greife ich da eher mal zu. Aber ich fand auch den Titel einfach gut. Frau mit Messer. Fand ich einfach gut. lässt viel Gedankenkino Viele bei mir Gedanken, und offen. da dachte ich, das will ich lesen. Die Frau mit Messer, was hat es denn damit auf sich? Das muss ich lesen. Ja. Okay. Ja, dann hoffen wir, dass was dabei war für euch. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Lesezeichen Digital. Bis dahin, macht's gut. Schöne Lesezeit. Tschüss.